Organisation Orlandelli freut sich, die ProLandscape-Software zu präsentieren. Wir werden die Realisierung eines Projekts der Grünanlage durch die Verwendung dieser Software ansehen. Klickend auf die Ikone unseres Desktops öffnen wir die ProLandscape Dashboard. Die Software besteht aus 4 Modulen: Fotobearbeitung, Planimetrie, Angebote und dreidimensionelles Modell. Wir beginnen die Arbeit mit dem fotografischen Modul durch das Öffnen des Image Editors. Bevor wir beginnen, die Bibliothek enthält 9000 Objekte, unterteilt zwischen die einzelnen Kategorien, einschließlich Bäume, Sträucher, Blumenelemente, Pools, Stützmauern und all das, was für die Landschaftsgestaltung dienen kann. Da ist auch ein Favoritenordner verfügbar, wo wir all die Elemente, die wir am häufigsten verwenden, einsetzen können. Oben an dem Monitor finden wir das Menü, wo wir das Projekt ändern können. Wir beginnen jetzt mit einem neuen Projekt. Durch das Auswählen des Hintergrundbildes aus unserem persönlichen Archiv wählen wir die Fotografie, auf der wir die Fotosatz machen wollen. Wir können die Eigenschaften des Fotos ändern, wählen Datei und klicken dann auf Hintergrund verändern. Dann öffnet sich auf der rechten Seite des Bildschirms ein Bedienfeld, wo wir die Helligkeit, den Kontrast, die Schärfe und die Farbe des Fotos einstellen können. Auf der rechten Seite des Monitors finden wir Oberflächenzeichnen, eine Tafel, der aus Tastaturkürzel besteht und uns erlaubt, mit Leichtigkeit an unserem Projekt zu arbeiten. Wir wählen das Gras, dann öffnet sich die Bibliothek mit verschiedenen Rasentypen. Wir klicken auf ausgewähltes Gras und einfach durch Bewegen des Mauszeigers beginnen wir mit dem Einzeichnen des Rasens, klickend auf die Grenzpunkte. Diese Zielpunkte können verschoben werden und das erlaubt, den Perimeter zu korrigieren. Wenn wir jetzt einen Baum in das Projekt einsetzen wollen, wir müssen einfach den Baum wählen, der uns am besten gefällt. Wir setzen jetzt unser Baum ein und wir können sehen, dass durch die grünen Griffe wir einfach mit der Maus die Größe ändern können. Wie Sie sehen, wir bekommen einen Umriss von unserem Objekt. Wenn ich dann die Eigenschaften ändern wolle, muss ich mit der rechten Maustaste auf das Objekt klicken und aus dem Menü die gewünschte Option wählen. Die Funktion Klonen ist eine der praktischsten und schnellsten, die man verwenden kann, um schnell Hecken oder Baumalleen nachzubilden. Nachdem wir unseren Baum eingesetzt haben, werden wir jetzt einige Blumenelemente einsetzen. Die Software ermöglicht dem Projekt in 3D nur mit einem einfachen Klick zu visualisieren. Wir klicken jetzt auf die Ikone Dreidimensionelles Datei erstellen auf dem Toolbar. Wir setzen eine Horizontlinie ein, speichern unser Projekt und wir erhalten ein dreidimensionelles Modell unseres Projekts. Mit 3D können wir die Ansicht vergrößern und unser Projekt aus unterschiedlichen Blickwinkeln ansehen. Es ist möglich, neue Objekte hinzufügen oder die existierende zu verändern. Wenn wir auf die Ikone Bodenänderung in Betrieb setzen klicken, können wir die Form der Erde verändern. Wir sind jetzt in der Programmbibliothek und wählen einen Typ von Pflaster und wir wählen den, den wir in unserem Projekt präsentieren wollen. Klicken mit der rechten Maustaste auf den Objekt und wählen aus dem Menü Perspektivische Bearbeitung,
können wir frei das eingefügte Objekt ändern und damit sich so treu wie möglich an den Gesetzen der Perspektive anhalten. Wie wir sehen können, in wenigen Minuten und mit wenigen Operationen haben wir bereits an unserem Projekt ein neues Aspekt gegeben. Jetzt setzen wir das Bild in aktuellen Zustand und klicken auf Zeichnen ursprüngliches Bild und so können wir unser Projekt vorher und nachher ansehen. Wenn wir die Bildqualität verbessern wollen, können wir es durch Ansichtsschatten machen. So können wir die Schatten aller Objekte, die wir im Projekt verwenden haben, anzeigen. Jetzt setzen wir einen Pool ein. Wir klicken auf die Kategorie Verschiedene, Pool und wählen die bevorzugte. ProLandscape ermöglicht auch mit der Beleuchtung zu arbeiten. Wir setzen zum Beispiel ein Lichtpolygon in den Pool ein. Klickend auf die Ikone Beleuchtung aktivieren, können wir unser Projekt in nächtlicher Beleuchtung ansehen. ProLandscape ermöglicht die automatische Erstellung von Beschreibungen und Angeboten unseres Projekts zu bekommen. Wir klicken jetzt mit der Maus auf Werkzeuge und wählen Kursangebot erstellen. ProLandscape wird uns fragen, die Datei mit unserem Projekt zu speichern und automatisch wird eine Reihe von Dokumenten, die völlig personalisierbar sind und die wir an unseren Kunden präsentieren können, öffnen. Das erste Dokument ist das Titelblatt mit Präsentation unserer Arbeit. Das zweite Dokument beschreibt die Pflanzen, die wir in unserem Projekt verwendet haben. Das dritte und vierte Dokument enthalten das Angebot, Preise, Kundendaten und technische und kommerzielle Merkmale des Projekts. Wir öffnen von der Ikone unseres PC-Desktops die planimetrische Module, das heißt ProPlanner. Einmal geöffnet, fangen wir an zu zeichnen. ProLandscape ermöglicht uns, eine Planimetrie bei Null zu schaffen, dank den Werkzeugen, die wir auf der linken Seite des Bildschirms finden, oder wir können die DWG-Dateien direkt von AutoCAD importieren oder eine Planimetrie in PDF oder andere Bildformate importieren. Das ist, was wir jetzt betrachten werden. Wir klicken auf der Symbolleiste Zeichnen und wählen das Bild aus. Die Software ermöglicht es uns, erstellend eine Tafel sofort auf dem Arbeitsblatt unserer Planimetrie, die wir in unserem Personalarchiv haben, importieren. Sobald das Bild aufgeladen wird, können wir mit der Realisation unseres Projekts in Planimetrie beginnen. So wie wir in fotografischen Module gemacht haben, beginnen wir mit dem Einsetzen eines Rasens. Links aus dem Menü klicken wir auf die Gras-Taste und mit der Maus definieren wir die Grenzpunkte. Wir ändern den Stil der Visualisierung und wählen aus dem Bildschirmmenü die Schraffur nach Belieben. Nachdem der nächste Schritt ist, mit der Verwendung der Bibliothek auf der rechten Seite mit mehr als 9000 verfügbaren Elementen, Bäume, Sträucher, Pools, Wände und so weiter einzusetzen. Sobald die Elemente je nach Projekt angeordnet werden, können wir die grafische Ansicht durch das Anklicken mit der Maus
auf die grafischen Symbole, die wir oben sehen, ändern, verändern so den Aspekt unseres Projekts. ProLandscape ermöglicht, die Bewässerung zu zeichnen. Wir wählen aus dem Menü Bewässerung und mit der Maus erschaffen wir unsere Bewässerungsanlage auf dem Arbeitsblatt. Bevor das Arbeit zu beenden, können wir außerdem eine Legende, die uns ermöglicht, eine Beschreibung aller Elemente, die wir verwendet haben, in unsere Zeichnung einzufügen. Nachdem wir Arbeit beendet haben, wie im Image Editor, können wir aus den Symbolleisten automatisch ein dreidimensionelles Datei oder ein Kurzangebot erstellen. Organisation Orlandelli dankt Sie für Ihre Aufmerksamkeit und steht für weitere Informationen und Klarstellungen zur Verfügung.